Wie gehen wir die rein? Die meistgesuchte Betrügerin der Welt. Das ist. Ganz kurz, ich stehe irgendwas auf Kyrillisch, das ist mir schon aufgefallen, als ich das Video hier oben Dings gedacht habe. Ich bin gespannt. Das ist Dr. Ruja Ignatova auf dem Cover des Forbes-Magazins. Das klingt ganz scheiße. Dr. Ruja Navakova, Alter. Eine Multimillionärin und wahnsinnig erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist die charismatische, brillante Gründerin der Kryptowährung OneCoin. Menschen auf der ganzen Welt. Bin ich dumm, ich habe von diesem OneCoin und von ihr noch nie gehört. Welt wollen ihre inspirierenden Reden hören. Hier in der Muang Thong Thani Arena in Bangkok. I believe what makes us different is our vision. We are more than just one coin. We create the world around this coin. Oder hier in der Wembley Arena in London. This network was created to become and to fuel the growth of one coin, which I strongly believe will be the number one cryptocurrency worldwide. Oder auch in Frankfurt. Ja, Frankfurt, Digga, da bist du abgestochen. Ich bin einfach nicht jemand, der gut im Verkauf ist. Ich bin eher jemand, der sehr gern Zahlen macht, sehr gern Finanzen macht. Sie ist die Crypto Queen und ihre Währung soll die größte der Welt werden. Doch was, wenn Dr. Ignatova zigtausende Menschen in vollen Stadien einfach anlügen würde? Was? Wo gäbe es das denn, Digga? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, Digga. Donald Trump, Alter, der lässt grüßen. Wenn OneCoin ein unfassbarer Betrug wäre. Die Saga der Kryptokönigin ist bezaubernd, brutal und schrecklich. Von einer Kleinstadt im Süden Deutschlands zu einem regelrechten Kult, zerstörten Existenzen, Verlusten in Milliardenhöhe und einem mysteriösen Verschwinden. Number one. Wie macht ihn Jan Marshall, kann das sein? Bevor es losgeht, haben wir zwei Empfehlungen für euch. Zu der Story gibt es einen spannenden Podcast der BBC und diesen hervorragenden BuzzFeed-Artikel. Wir haben euch beide in der Beschreibung verlinkt. Dr. Ruja Ignatova. Oh, Bulgarien, Alter! Ich hab auch noch nie was von dem Typen gehört, Digga. Wurde 1980 in Bulgarien geboren und ist im Alter von 10 Jahren mit ihren Eltern nach Schramberg in den Schwarzwald gezogen. Sie hat Jura in Wie scheiße willst du eine Stadt nennen? Jungs, wir bauen eine Stadt, wir nennen sie Schramberg, Alter! Konstanz studiert und anschließend ihren Master an der englischen Elite-Universität Oxford gemacht. Später hat sie bei der renommierten Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet. Ignatova beschäftigt sich früh mit Kryptowährungen und dem Hype um das digitale Geld. Mit Bitcoin haben manche Menschen bereits Anfang 2013 unglaubliche Gewinne erzielt. Sie erkennt, dass viele Menschen Angst davor haben, genau diesen Hype zu verpassen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Geliebten, dem Schweden Sebastian Greenwood, gründet Ignatova 2014 die Kryptowährung OneCoin. In die Währung sollen auch Menschen investieren können, die nicht viel von der neuen Technologie verstehen. OneCoin soll die Nummer 1 der Kryptowährungen auf der ganzen Welt werden. Sogar größer als Bitcoin. Denn es gab es in Russisch, Chinesisch, Englisch und in Finnisch, glaube ich. Next Big Winner wirbt mit hohen und schnellen Gewinnen für Einsteiger. Der Wert der vielversprechenden Kryptowährung schieße angeblich immer weiter in die Höhe. Ich finde, das klingt sehr seriös, da würde ich einmal Geld rein investieren. Es gibt pompöse Partys und luxuriöse Autos, die vor allem eins zeigen sollen, dass es sich lohnt, in OneCoin zu investieren. Um die neue Kryptowährung entsteht nur ein Jahr nach Gründung ein krasser Hype. Die Community entwickelt sektenähnliche Strukturen. Sie haben ein eigenes Handzeichen. Wenn man investiert, gehört man zur Familie. Das ist doch kein eigenes Handzeichen, das macht doch jeder irgendwie so. Yeah, reinguckt, ich darf dir schlagen. Und alle, die OneCoin skeptisch sehen, werden als Hater abgestempelt. Es gibt sogar Fansongs für die Währung. Aber was ist OneCoin eigentlich genau? Und wie funktioniert die neue Kryptowährung? Kryptowährungen sind digitale Währungen. Mit ihnen ist bargeldloser Zahlungsverkehr möglich, unabhängig von jeder Bank und Behörde. Normalerweise sind Kryptowährungen wie Bitcoin öffentlich handelbar. Sich nach Angebot und gibt's Lieder über NFTs, Digga, die würden mich überzeugen. Nachfrage.
So funktioniert OneCoin allerdings nicht. Neue Coins entstehen nicht durch einen echten Wertschöpfungsprozess wie bei Bitcoin zum Beispiel. Ignatova und Co. verteilen neue OneCoins einfach so an jeden, der sie kauft. Der angebliche Wert dieser OneCoins wurde einfach erfunden. Er ist nichts weiter als eine Zahl auf der Website der Pseudo-Kryptowährung. Dr. Ruja Ignatova kündigt immer und immer und immer wieder an, dass OneCoin bald öffentlich handelbar wäre, so wie Bitcoin und die anderen Kryptowährungen. 2018 werden wir dann den Coin öffnen und listen. Also das heißt, ganz, ganz klar, du kannst Coins kaufen und verkaufen, frei, ohne Limits, 2018 Anfang. Ich habe fast das Gefühl, das wird eine Lüge gewesen 2018. Sein. Doch es passiert einfach nicht. Man kann gekaufte OneCoin auch nicht ohne weiteres zurück in Euro umwandeln. Das geht nur über eine Plattform in ganz kleinen Mengen. Und leider werden Anträge auf Auszahlungen auch gerne mal abgelehnt. Immerhin kann man mit seinen Coins auf der firmeneigenen Handelsplattform DealShaker shoppen gehen. Nur ist die leider kompletter Trash. Man könnte sich diesen mobilen Lautsprecher für umgerechnet 267 Euro kaufen. Oder diese Adlerfigur aus Indonesien. Und was genau wird hier verkauft? Junge, so wie eBay Kleinanzeigen auf Wish, Alter. Dennoch investieren unzählige Menschen ihr Geld in OneCoin. Ende 2016 sind es allein in Deutschland rund 60.000 Kunden. Weltweit Junge, sind warum habe ich noch nie davon gehört? Zu dem Zeitpunkt mindestens 2,2 Millionen. OneCoin nimmt in dem Jahr global rund 1,8 Milliarden Euro ein. Wie konnte diese Betrugsmasche trotz all der Alarmsignale und Ungereimtheiten so gut funktionieren? Käufer werden bei OneCoin häufig selber zu Verkäufern, die die Währung als vermeintliche Bombeninvestition an weitere Menschen empfehlen. Dafür gibt es bis zu 25% Provision in OneCoin und in Cash. Wenn diese neuen Kunden dann OneCoin kaufen und die Währung wiederum an andere Leute weiterempfehlen und so weiter und so fort, verdienen die Menschen oben in der Pyramide jedes Mal mit. Diesen Ansatz nennt man Multilevel Marketing, kurz MLM. Und OneCoin ist perfekt für diese Masche. Irre Versprechen von Profit, ein nicht wirklich greifbares Produkt, das man unendlich oft verkaufen kann und ein Konzept, von dem jeder schon mal gehört hat, das aber niemand wirklich versteht. Es ist eine potente Mischung. Zahllose Leute bewerben die Kryptowährung aggressiv in der Hoffnung auf dicke, fette Provisionen. You're here for a reason. Always been a world. 10 million users around the coin. Be transparent. How I can change my life as much as possible. We are... Und Dr. Ruja Ignatova ist das Aushängeschild der Firma. Sie verleiht dem Ganzen die nötige Seriosität. Ich frage mich, wird sowas jetzt 2022, würde sowas, also same würde das funktionieren, aber wer ist denn so dumm und denkt sich, yo, das ist seriös, Alter? Sie hat ein Aushängeschild der Firma. Sie verleiht dem Ganzen die nötige Seriosität. Was geht denn hier bei Moral ab, Alter? Warum ist das einfach Wasser gefühlt? Sie hat einen Doktor, an einer Elite-Universität studiert und bei einer renommierten Unternehmensberatung gearbeitet. Sie überzeugt die Massen als Crypto-Queen. Doch während all das passiert, werden Behörden überall auf der Welt zunehmend auf OneCoin aufmerksam. Schon ab Anfang 2016 beginnt das LKA in NRW gegen OneCoin zu ermitteln. Zu der gleichen Zeit beginnen Ermittlungen in Bulgarien, Finnland, Schweden, Norwegen, Litauen und in China. Anfang 2017 schaltet sich die US-Finanzbehörde ein. Zu derselben Zeit wird OneCoin in Deutschland bereits von den Finanzbehörden verboten. Parallel macht die Auszahlungsplattform von OneCoin einfach permanent dicht. So sind OneCoins effektiv einfach wertlos. Man kann sie nicht mehr in Euro oder Dollar oder so zurücktauschen und bis auf die skurrilen Angebote auf DealShaker auch nichts mit ihnen kaufen. Viele Investoren werden zunehmend misstrauisch. Sie erfahren von den Ermittlungen gegen OneCoin. Sie realisieren, dass das, was sie dort angeblich in einem Wallet haben, keine echte Kryptowährung ist, dass sie ihr Geld einfach nicht wiederbekommen werden. Es gibt Selbsthilfegruppen, in denen Geschädigte anderen Opfern die bittere Wahrheit vermitteln, nachdem sie jahrelang an den großen Reichtum geglaubt haben.
Manche Investoren wurden vielleicht nur um einige hundert Euro erleichtert. Aber allein in Deutschland gab es auch Dutzende Menschen, die um zehn... Der Pre-Infinity-Trailer, Alter! ...tausende Euro betrogen wurden. Viele Opfer... Klingt wie so eine Clash Royale-Karte, weißt du, was ich meine? ...Opfer haben OneCoin in ihrer Überzeugung an Freunde und Familienmitglieder weiterempfohlen und sie so teils in den Ruin getrieben. Bis heute ist unklar, wie hoch der gesamte finanzielle Schaden wirklich ist. US-Behörden zufolge beläuft er sich auf rund 4 Milliarden Dollar. Andere Schätzungen gehen von bis zu 15 Milliarden Dollar aus. Einige Menschen sind durch OneCoin dennoch reich geworden. Sie haben mit der Vermarktung der Pseudo-Kryptowährung an andere unglaublich viel Geld verdient. Für wenige hundert an der Spitze der Pyramide waren es teils zig Millionen Euro im Monat. Sie sind die glücklichen, vielleicht auch skrupellosen Gewinner. We are making the fortunes in multi-level marketing. Alle anderen haben verloren. Und das Mastermind hinter diesem gewaltigen Betrug, Dr. Ruja Ignatova, wurde bis heute nicht gefasst. Der Teufel trägt Prada! Ignatova hat mit OneCoin rund 455 Millionen Euro verdient. Cringe, Digga. Sie hat schillernde Partys veranstaltet. Das hier war ihre 16 Millionen Euro Penthouse-Wohnung in London. Sie hatte eine eigene Yacht und sogar ein eigenes Erdgasfeld. Sie hatte kein Problem. Wie kommst du denn da drauf? Yo, ich bin super reich, lass mein Erdgasfeld kaufen, Alter. Problem damit, Champagner zu trinken, der mit der Insolvenz ihrer Opfer finanziert wurde. Doch 2017 realisiert sie vermutlich, dass es langsam brenzlig wird. Die ermittelnden Behörden überall auf der Welt sind ihr immer dichter auf den Fersen. Im Oktober des Jahres ist Dr. Ruja Ignatova von einem Tag auf den anderen einfach weg. Anfang des Monats sollte sie bei einer Veranstaltung in Lissabon eine Rede halten. Doch sie taucht nicht auf. Ein unübliches Verhalten für die sonst sehr pünktliche Unternehmerin. Zwei Wochen später kauft Ignatova zwei Flugtickets. Eins nach Wien, eins nach Athen. In Sofia steigt Ignatova in das Flugzeug nach Athen. Dort wird sie am Flughafen von zwei russischen Männern abgeholt. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Gut! Zu ihrem Verschwinden wird viel gemutmaßt. Vielleicht lebt sie heute undercover in Frankfurt, London, Russland, Bulgarien oder Dubai. Oder aber auch auf einer Yacht im Mittelmeer. Der Crypto Queen BBC Podcast dokumentiert seit Jahren die Jagd nach ihr. Ignatovas Bruder Konstantin hat nach dem Verschwinden seiner Schwester zunächst die Führung der Firma übernommen. Derzeit steht er in den USA vor Gericht. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 90 Jahren. Ihm werden Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Stabil, Digga. Sebastian Greenwood, Ignatovas Ehemann, Geliebter und OneCoin-Mitgründer, sitzt seit zwei... Ich finde die Zeichen so komisch. Yeah, OneCoin, Alter, cool. 2018 in einem US-Gefängnis. Unter anderem aufgrund von Telekommunikations- und Wertpapierbetrug sowie Geldwäsche. Dennoch ist das Geschäft mit OneCoin noch nicht vorbei. Im Januar 2022 fand eine dreitägige OneCoin-Gala in Kolumbien statt. Eine betreffende Website und die dubiose Handelsplattform DealShaker sind weiterhin online. Wer fällt jetzt auf die Scheiße, Google einmal OneCoin, dein Leben ist vorbei, weißt du, Mann? Hier spricht Dr. Ruja Ignatova auf Deutsch darüber, wie wichtig OneCoin für die folgenden Generationen sei. Ein Projekt für uns alle. Ich möchte einfach OneCoin als etwas haben, das für unsere Kinder und für alle noch da ist. Ein Wert und nicht einfach etwas, das in drei Jahren weg ist. OneCoin hat das Leben unzähliger Menschen zerstört. Menschen in Entwicklungsländern, Menschen, die sich für das Alter etwas ansparen wollten und die auf die Empfehlungen ihrer Freunde und Familie vertraut haben. Ignatova hat sie alle benutzt und belogen. Selbst das Forbes-Cover von ihr ist nicht echt. Nur eine Werbung in der bulgarischen Version des Magazins. In einer Zeit des rapiden Wandels, des technologischen Fortschritts, locken an jeder Ecke Versprechungen vom schnellen Geld. Auch weil heutzutage alles möglich ist. Yeah, NFT, Digga! Ich sag's immer wieder, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann kann es auch nicht wahr sein. Cheers. Das war ein Eigentor.
Das war ein gutes Video, aber auch ein trauriges, weil Among Us.